Genau, wir sind das Team Virensimulator. Wir sind Alex, Arne, Halil, Jakob, Luca, Mario, Steffen, Thomas und ich, Finn. Das Problem, was wir behandelt haben, ist, dass viele Menschen nicht wissen, wie man Viren erkennt und wann man sich halt online was einfängt. Das Endprodukt ist eine Seite, wo man sieht man Browser, E-Mail und Explorer. Wenn man darauf drückt, kommen verschiedene Sachen, zum Beispiel bei E-Mail, dann sieht man verschiedene Sachen und hier kriegt man eine E-Mail, sie haben eine Million Euro gewonnen, drücken sie mir auf den Link, so ungefähr. Ja. Genau. Wir haben dafür eine Webseite gebaut, wie gerade schon gesagt wurde, mit HTML, JavaScript und CSS. Für CSS haben wir auch das freie Bootstrap-Framework benutzt. Ja, genau. Unser Backend funktioniert mit Python, weil es schnell und leicht zu bedienen ist. Unser Webserver läuft auf Flask, weil es auch einfach zu bedienen ist und simpel. Die Datenbank habe mit SQLite 3 gemacht. Da drin werden Nutzerdaten gespeichert und die Ergebnisse, ja. Ja, also wir wollen euch jetzt mal ganz kurz eine Live-Vorführung geben. Wenn man auf die Seite geht, hat man halt erstmal so eine Startseite, wo man dann den Test starten kann. Dann kommt man halt hier auf den Desktop, wo man die verschiedenen Icons sieht. Und da wir jetzt wenig Zeit hatten, haben wir nur ein paar fertiggestellt. Und dann haben wir hier zum Beispiel auf den E-Mails, dass man da auf verschiedene E-Mails gehen kann und dass es da halt auch verschiedene E-Mails gibt, wo es Fallen gibt, wo es Viren gibt, die man sich dann rein theoretisch runterladen könnte. Und da wird einem auch gesagt, wann man da einen Fehler gemacht hat. Und dann nach einer bestimmten Zeit kommt man dann auf eine Endseite. Nach 1,5 Minuten. Also wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Dann kommt man am Ende halt auf die Endseite, wo einem dann gesagt wird, wie viele Viren man sich eingefangen hat, wie viele Cookies man hat und auch wie viele Phishing-Attacken man zum Opfer gefallen ist. Und wir hatten jetzt hier in dem Beispiel 3. Genau, Ausblicke in der Zukunft wären natürlich noch mehr Apps, weil es gibt ja verschiedene Arten, wo man so ein paar Viren bekommen könnte und das dann auch auf einem Server zu hosten, sodass man das einfach frei im Internet machen könnte und ein bisschen sicherer noch das Ganze. Genau, zum Schluss bedanken wir euch fürs Zuhören und auch bedanken wir uns bei unseren Mentorinnen Gabriel, Timo und André, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen und beim gesamten Jugendhack-Team. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ja schon ein ganz schön angsteinflößendes Thema, kann ich mir vorstellen, für viele, wenn jetzt eure Eltern oder eure andere erziehungsberechtigte Freunde, Verwandte zu Hause sitzen. Die denken dann so, oh, das ist ja Jugendhackt. So denken, glauben die, so muss man so mehr über Viren sprechen und über Hacken. Was denkt ihr? Ist das wichtig, dass man darüber noch mehr aufklärt?
Also ich glaube, wir denken auf jeden Fall, weil heutzutage ist ja alles vernetzt oder sehr viel und es wird immer mehr. Und da kommen auch immer mehr Möglichkeiten, wo man sich sowas reinziehen kann. Und gibt es was, wo ihr denkt, so da kann man vielleicht, wenn man selber sich nicht so sicher ist, ob das ein richtiger Link ist oder sowas, habt ihr irgendwie so einen kleinen Tipp, womit man sich bei irgendwas gucken könnte, ob das wirklich stimmt? Bei E-Mails einfach warten. Wenn es wichtig ist, wird es ja wahrscheinlich nochmal irgendwann kommen. Das stimmt total. Und oft ist es ja zum Beispiel auch, dass es so kleine Rechtschreibfehler gibt oder sowas, wenn man auf den Link, dass es dann vielleicht Google mit EL oder sowas ist statt LE oder sowas. Genau, so, auf sowas kann man ja auch mal total gut achten. Aber voll gut, dass ihr das nochmal gesagt habt. Dann sind wir jetzt, glaube ich, alle ein bisschen schlauer und klicken hoffentlich nicht auf so viele Links. Vielen, vielen Dank.